Manch einer, der meinte, meine Stimme wäre wirklich hinüber und auch meinte, dass im letzten Video meine Stimme zu leise wäre. Ich weiß nicht, meine Stimme dürfte sich jetzt eigentlich erholt haben. Und ja, ich stecke definitiv nicht im Körper dieser Kreatur und dieses Lebewesen ist echt. Zeig uns mal deine schönen Flügel, Gotti, ja. Gotti hätte fast eine halbe Ansage gemacht als Gottesanbeterin, aber. Ja, wie ist es so oft bei Blütenmantinen, man ist lieber ruhig und schweigsam und glotzt einen morgens an, wenn man aufsteht und dann kriegt man selber Angst vor so einem kleinen Geschöpf. Und das ist jetzt wirklich keine passende Überleitung mit einer recht bekannten Musik aus einem recht bekannten Film. Und dazu kommen wir sicherlich morgen oder übermorgen in einem separaten Video. Allerdings, glaube ich, wird Gotti dann schon aufgrund der Qualität des Films Reis ausgenommen haben. Und ich habe jetzt an dieser Stelle genug gequatscht. Nun ja, gut, das war eine gute Einleitung. Allerdings geht es in diesem Video nicht um Krabbeltiere, aber diejenigen, die sicherlich Angst haben vor Krabbeltieren, werden sicherlich an der Stelle schon abgeschalten haben, als Gotti sicherlich schon im Bilde war. Hier sind allerdings noch ein paar andere. Ich hätte natürlich auch noch Blüti dazu holen können, aber habe ich mir an dieser Stelle gespart. Gut, nach meinem letzteren Debakel mit einem Paket, was ich ja nicht ausgepackt habe in einem Video, was ich allerdings in meinem Vlog erwähnt habe, habe ich es mir nicht nehmen lassen, mal wieder wo zu bestellen und nach Ewigkeiten mal wieder bei BMV Medien. Ja, ein schönes, kleines, robustes Päckchen, in dem sich drei Filme befinden, jetzt sind sicherlich nichts Besonderes. Ich könnte an dieser Stelle nochmal die gute Gotti nochmal einblenden. Die wird sicherlich eine größere Aufmerksamkeit gewinnen können nach diesem etwas unpassenden Anfang. Aber wir schlitzen das Ganze hier mal schon mal an der Seite auf. Ich weiß gar nicht mit was. Naja, da sind irgendwelche komischen Sachen drin. Krümelreste oder so. Na gut. Damit dürfte sicherlich nichts Schlimmes passiert sein. Gut, also auf jeden Fall sehr, sehr schön verpackt das Ganze hier. Und, oh ja, da haben wir schon die Innereien. Innereien kommt raus. Ach, ja, so, oi, oi, oi. Also, ja, so kann man es auch machen. Facepalm pur, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet. Gut, alles rausgefallen aus dem Paket. Ist allerdings nicht so schlimm. Immerhin haben wir hier noch die Filme, um die es geht und die auch noch schön separat verpackt sind. Aber schaut euch mal das hier an. Das ist doch Schneeflöckchen, weiß Röckchen. Puh, ich glaube, mir entgleitet gerade komplett das Video. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Schmarrn hier auf die Seite machen und das kilometerweit hinstellen. Und ja, also, wenn ihr es bis dahin noch ausgehalten habt, vor lauter Füllmaterial, Insekten und meinem blödsinnigen Geschwafel, dürfte es jetzt endlich mal klappen, dass wir das vermeintliche Unpacking endlich mal wieder so richtig in Gang kriegen. Hier sind noch zwei unterm Kamerastativ und nun ja, hier ist immer noch Füllmaterial. Ja, also das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt, aber das Gute ist halt, dieses Füllmaterial, das kann man auch wiederverwenden. Und es sind jetzt nichts Großartiges an Filmen, die jetzt hinzugekommen sind. Allerdings habe ich die ein oder andere Veröffentlichung leider verschnarcht. Und die haben wir natürlich die erste Veröffentlichung, die ich aus irgendeinem Grund verschnarcht habe. Letztes Jahr hätte ich mir Müller das Steelbook für, ich glaube, lasst mich nicht lügen oder so, aber mindestens für 10 Euro holen können. Ich habe es einfach versemmelt. Ja, jetzt bei BMV für 13,99, naja, aber ist ein okayer Preis und ich meine mal den Film, ich habe den zwar auf DVD gehabt, aber die DVD ist leider 800 Kilometer von mir entfernt und ich werde die auch nie wiedersehen. Gut, nehmen wir natürlich mal das Messer an der Stelle und versuchen wir das Ganze ganz vorsichtig aufzuschneiden. Ja, diejenigen, die jetzt einen Herzinfarkt bekommen haben, aufgrund dessen, dass ich gerade eben das getan habe, was sicherlich die meisten nicht tun würden, muss ich echt sagen, dass das wirklich, also, na gut, ich habe schon mal eine Hand gehabt, nur ich habe es halt nicht gekauft und ja, die Sonne meint es gerade mega gut. Ja, machen wir vorne mal ab,
Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und das waren noch die Zeiten, als, merkt ihr das, hört ihr diesen Sound, als Universal auch noch etwas stabilere Pappbanderolen benutzt hat. Und die haben natürlich noch die obligatorische Zusammenfassung für diejenigen an, die es natürlich kennen. Das Schöne ist natürlich, hier ist die alte deutsche Synchro auch mit drauf. Eine ganze Menge Bonusmaterial, die mich natürlich auch wahnsinnig interessiert. Und das übliche Gedönse. Ja. Das Cover ist eigentlich auch allseits bekannt, ja. Und hinten, ja, da hinten, da könnt ihr euch irgendwas draufmalen. Wenn ihr Lust und Laune habt. Oh, Scheiße. Ja, da war natürlich noch der Code. Ja. Der Code und, ja, das ist noch diese. Das sind halt noch diese Digital Codes auf Disk. Whatever, welcher Mensch die auch immer braucht oder so ähnlich. Und hier ist das Innenmotiv natürlich eines der bekanntesten Motive aus dem ganzen Film. Also ob es nichts anderes gibt, ja. Also das Disk-Design der verdammt vermeintlichen Digital Copy sieht eigentlich ganz cool aus. So, wenn man das mal so übereinander legt, dann hat das definitiv was auch. Naja, es passt für den Zentimeter und auch von der Farbe geben wir uns anders. Ja, auf jeden Fall der weiße Hai. Brauche nicht mehr zu sagen. Habt ihr schon den coolen Trailer von der Weiße Hai 19 gesehen? Übrigens gibt es ja auch Gerüchte, dass Spielberg ja unbedingt ein. Oh, hier ist so ein kleiner Abplatz auf dem Spielberg. Egal. Dass Spielberg davon. Könnt ihr den nicht sehen, den Abplatzer? Ein Remake davon machen will. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nichts davon. Gut, den nächsten Film habt ihr sicherlich ganz kurz gesehen, als ich schon quasi, oh, das ist eine gute Überleitung. Hier. So, ja, den nächsten Film habt ihr eigentlich schon gesehen, als ich hier und mir fällt auf, die ist gar nicht eingepackt. Ihr habt doch nicht heimlich schon in den Film reingeglotzt, oder? Oh, what the fuck. Ja. Egal, wir haben es hier mit einem vermeintlich tollen Film zu tun. Und zwar, ja, wie ihr es seht, oder wie ihr es nicht seht, Skeeter, Invasion des Grauens. Hier in der Hardbox-Version aus der Trash Collection, die selige Nummer 117. Und das Ganze ist mehr oder weniger ein TV-Film, ja. Also, ich habe den mal so ansatzweise gesehen. Jetzt sicherlich nichts Überragendes, aber ich habe mir gedacht, komm, das interessiert mich mit Blutsaugern. Aber dass das Ganze hier quasi nicht eingepackt ist, naja, Und so sieht natürlich die Disc aus. Das Ganze gibt es auch in einer normalen Auflage. Aber ich wollte, hab's ja einfach verpennt gehabt. Ich hätte ihn mir auch auf der Filmbörse mitnehmen können. Naja. Nun ist er hier, Skeeter, Invasion des Grauens. Dann kann ich beim nächsten Mal ein Double Feature mit dem guten, seligen Mosquito machen. Das Cover sieht echt geil aus, aber die Eier hier unten, das sind das Wachteleier. Was ist das hier? Egal, das Cover sieht irgendwie ulkig aus. Ja, und der letzte Film, sicherlich die Veröffentlichung, auf die ich sicherlich seit 4 Jahren oder so warte. Also die erste Ankündigung für dieses Werk war, glaube ich, 2011 oder so gewesen, auf der Homepage von NSM Records gewesen, ja. Und ihr könnt es schon sehen, also ihr könnt das Gesicht sehen von Robert Zedar, der Anfang des Jahres leider mit über 60 leider verstorben ist, überraschenderweise, und der wirklich dieses sehr markante Kinn hat und auch in diesem wirklich epischen Heuler Samurai Cop mitgespielt hat. Ja, und hier haben wir natürlich Maniac Cop, quasi für mich so einer dieser absoluten Pflicht-Releases noch zum Ende hin des Jahres. Und ja, für mich endlich mal ein Grund, die Astro-Version rauszuschmeißen. Ich werde allerdings auch noch gar nicht. Auch eigentlich erst seit ein paar Jahren, seitdem ich hier YouTube mache, eigentlich erst in der Sammlung habe. Aber ich muss sagen, wenn es ein gescheites Update gibt, und zumal der Film ist ja jetzt, als ich ihn damals gesehen habe, wir waren noch auf dem Index, haben wir auch gedacht, warum ist das auf dem Index? Warum nur? Und warum kriege ich das hier nicht auf? Und ja, und jetzt dürften die meisten wieder schlucken, was macht der da? Warum nur? Also ich habe jetzt absolut gemerkt, mir entgleist dieses Video hier komplett. Und packen wir das Ganze mal aus. Ja, die Lichtverhältnisse sind heute auch richtig beschissen. Naja, ja, das Ganze ist auf jeden Fall Cover Art. Das hat mir irgendwie am besten gefallen. Also, die ganzen anderen Cover-Varianten wurden eigentlich hier schon auf YouTube hoch und runter gezeigt. Das Ganze ist natürlich limitiert, wie so oft.
Oh, ich habe sogar die Nummer 914 von 999. Wow, eine recht hohe Nummer. Die Nummer 999 wäre sicherlich absolut die Krönung gewesen, aber naja. Ich liege leider 85 Nummern drunter. Das ist echt scheiße. Das ist hier noch die Erdefreigabe, aber das gilt in Österreich sowieso nicht. Warum man den Film nicht gleich hier in Deutschland rausgebracht hat, da er jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder so vom Index gestrichen wurde. Whatever, will ich an dieser Stelle sagen. Und schauen wir mal rein. Das Ganze ist natürlich eine 3-Disc Limited Collectors Edition, wie so oft. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Oh, da ist mir eine Disc entgegengeflogen. Hier mit dem Bonusmaterial. Und bei der Astro war ja damals auch schon die. Das ist die DVD übrigens. Bei der Astro der Version damals war ja auch schon die längere Filmfassung dabei. Also diese Integralfassung mit diesen Szenen aus der japanischen TV-Fassung. Ja, sieht aber auf jeden Fall cool aus, muss ich wirklich sagen. Ist ein schöner kleiner B-Reiser mit Bruce Campbell, Tom Atkins und halt eben Robert Siddall, der Anfang des Jahres leider verstorben ist. Ja, sieht auf jeden Fall, muss ich sagen, sieht cool aus. Das ist ja natürlich eines der anderen Motive und hier natürlich auch ein bisschen Text. Und vor allem, warum ich mir den Film nochmal geholt habe, ist auf jeden Fall wegen der Bildqualität, weil bei den meisten Astro-Sachen hat mich die Bildqualität nie wirklich befriedigt oder zufriedengestellt. Und ja, muss ich sagen, sieht auf jeden Fall, sieht cool aus. Ja, das Ganze ist natürlich hier von ja, von Nando Rona natürlich wieder mal verfasst. Aha, hier, und hier steht, dass er immer noch, also Robert Siddharth, dass er hier immer noch aktiv als Schauspieler ist. Ich weiß gar nicht, wann der Text verfasst wurde. Hä? Wann wurde der verfasst? Robert Siddharth ist doch schon eine ganze Weile nicht mehr unter den Lebenden. Finde ich ein bisschen eigenartig an dieser Stelle. Wann wurde der Text verfasst? Im Jahr 2013? Das ist leider nicht wirklich aktuell. Ich meine mal, vielleicht haben die Leute es einfach verpasst, dass Robert Siddharth leider in diesem Jahr verstorben ist. Oder ist ein Double verstorben von ihm? Keine Ahnung. Also ich hätte schwören können, dass Robert Siddharth gestorben ist, aber hier wird es irgendwie am Ende, wenn es um ihn, um seine Person geht, leider irgendwie nicht erwähnt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, sehr griffig aus. Ich bin ehrlich, die anderen beiden Teile kenne ich nicht wirklich. Teil 2, Bruce Campbell ist auch dabei, aber der kratzt dann nach einer halben Stunde oder so ab. Teil 3 war scheinbar ein einziges so Massaker mit Füllszenen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sieht cool aus. Sieht definitiv cool aus und Kawaari-Variante macht wirklich echt was her, vor allem diese gezeichnete Look und das Ganze. Definitiv. Und jetzt stellen wir natürlich nochmal alle Filme auf. Auch wenn ihr nur die Hälfte im unteren Bildausschnitt seht, aus welchem Grund auch immer. Ja, und das war's eigentlich. Das war ein sehr komisches Video. Also mir fällt das Zeug entgegen. Na egal. Ihr könnt mir natürlich schreiben, ob ihr die Filme kennt, was ihr von diesen Filmen haltet und so weiter und so fort. Oder ihr könnt irgendwelches anderes Zeug reinschreiben. Vielleicht Kondolenzgrüße oder sowas. Ja, das war jetzt ein Update, was. Oder ein Unpacking, was relativ Panne ist. Aber egal, egal. Man weiß ja, die Leute auch für irgendeine Art und Weise zu unterhalten. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unpacking gefallen. Und ich werde diese Fanfare nicht singen. Die werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video dann hören. Ich glaube, ich werde mich drüber lustig machen, bis der Arzt kommt. Okay, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.